Ich begrüße euch zu einem neuen Projekt Mein Schweiz Lebensbohren. Schwieriges Thema gerade im Moment, aber ich finde es interessant. Also wir erziehen ein Lebensbohrenkind. Die meisten werden es wissen, für die, die es nicht wissen, die Lebensbohrenkinder. Während des Zweiten Weltkriegs wurden von den Deutschen, so weiß ich es, also ihr dürft mich gerne berichtigen, weil ich weiß alles, Heime gegründet und gebaut. Und ich müsste so, ja, ich denke, es waren einige mit Unnach in Norwegen, wo die Geschichte spielt, wo Frauen entbinden konnten, anstatt abzutreiben. Die Kinder mussten natürlich arisch aussehen, also blond, blauäugig, ihr wisst, was ich meine. Ja, konnten die Kinder dann dort lassen, das Heim wieder verlassen. Irgendwann nach dem Krieg wurden die Kinder dann ja zur Adoption freigegeben, von Pflegefamilie aufgezogen. Natürlich waren sie Verrufe als die Nazi-Kinder und könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Aber ich finde es jetzt ganz interessant. Vor allen Dingen ist es so, dass je nachdem, welche Antworten wir geben, das positiv oder negativ sich auswirkt. Und wir werden sehen, ob ich in der Lage bin, ein Kind zu erziehen. Ob ich, bin ich jetzt selbst schon gespannt drauf. Ich habe ja ein Kind großgezogen. Ich bin der Meinung, es ist mir ganz gut gelungen. Ich habe es vorhin kurz getestet. Deswegen steht er fortsitzen, um die Einstellungen zu überprüfen. Aber wir starten natürlich ein Beispiel. Ja. 1940, der Zweite Weltkrieg wütet in ganz Europa. Norwegen ist von Deutschland besetzt. 1945, der Zweite Weltkrieg endet und Norwegen wird befreit. Die Nation feiert. Ja, klar, verstehen wir. Nach 5 Jahren der Besetzung können die Zeichen der Nazi-Besetzung verwischt werden. Mhm. 3 Jahre später adoptierst du ein Kind. 1948 adoptiere ich das Kind. Okay. Ah. Danke, dass du Klaus aufnimmst, er kann nicht hier bleiben. Danke, dass du Karin aufnimmst, sie kann nicht hier bleiben. Es sind alle blond. Also ich kann mich jetzt entscheiden zwischen Junge und Mädchen. Hm. Gute Frucht, ne? Was mache ich? Ein Mädchen habe ich schon großgezogen, in echt. Also nehmen wir ein Junge. Adoptiere Klaus. Aha, die ersten Bilder 1951. Wie alt ist er? 6. Warum ich 3 Jahre später erst, verstehe ich jetzt 8. Weil 1948 adoptiert, 1951, nein. Ich bin zu Hause. Ja, das ist doch schön für ihn, ne? Und wie er sich freut. 17. August. Hey, hattest du Spaß mit Liv? Wer ist denn jetzt Liv? Das jetzt, es ging irgendwie falsch, ne? Wally fliegt zu dir. Es wird spät, wir machen dich jetzt bereit fürs Bett. Wally fliegt zu dir. Ja, yeah, wir hatten so viel Spaß. Liv ist meine beste Freundin. Aha. Im Wald fanden wir diesen coolen, irgendwie gruselig aussehenden Baumstumpf. Es sah aus, als könnte dort ein Schatz sein. Ein echter Schatz. Aber dann hat es angefangen zu regnen. Aber wir haben trotzdem unseren Schatz bewacht. Aha, wäre er jetzt krank? Höre geduldig zu, wie unglaublich mutig, aber jetzt wird es spät. Also wir hören nur zu, ne? Kinder, ist ganz wichtig. Habe ich aber im V-Life auch nicht immer gemacht. Den Kindern zuzuhören, weil das, was sie zu sagen haben, ist für sie unglaublich wichtig. Uns fehlt oft die Zeit, kennen wir ja alle. Aber für sie ist es unglaublich wichtig. Und dann fanden wir heraus, dass der Baumstumpf leer war. Mhm. Aber vielleicht legen die Trolle dort später einen Schatz ab. Die Trolle. Wir werden später zurückgehen und nachschauen. Okay. Schön, das klingt, als hätten Liv und du viel Spaß gehabt. Und meine Güte, das ist ja großartig. Im Regen herumzurennen ist keine gute Idee. Hm. Ja, wie gesagt, je nachdem, welche Antwort man geben, entscheidet, dreht sich die Geschichte. Ne? Und wie viele Tage ich schaffe, ihn zu erziehen, ich bin gespannt. Dass er mal nicht verhungert und verdurscht oder naja, wie auch immer. Das klingt, als hätten Liv und du viel Spaß gehabt. Nimm mal das. Hm? Schön.
Oh, es ist schon etwas spät. Die Sonne ist schon fast verschwunden. Zeiteinheiten. Schreit dem Tag voran, indem du deine verfügbaren Zeiteinheiten einsetzt. Verschiedene Aktionen kosten Zeit, um sie durchzuführen. Die Zeiteinheiten werden oben links angezeigt. Also habe ich sozusagen zwei Zeiteinheiten. Sehe ich das richtig? Zwei Punkte, zwei Zeiteinheiten. Nur zwei Zeiteinheiten. Das musst du sehen. Schau mal, Liv hat mir ein Geschenk gegeben für meinen Geburtstag morgen. Kann ich das jetzt öffnen? Ich mache ganz schnell. Nö. Was? Nein, warte bis zu deinem Geburtstag. Ich glaube, Liv würde wollen, dass du wartest. Tja, warum nicht natürlich? Nee, der wartet bis zu seinem Geburtstag. Ah, okay, wenn du es sagst. So artiges Kind hätte ich gerne, wenn du es sagst. Flammi, falls du siehst, wenn ich das sag, weißt Bescheid, ne? Ich kann nicht mehr sitzen, du Ärger. Du hast Post erhalten. Drücke auf den Umschlag, um ihn zu öffnen. Das kostet keine Zeit. Okay. Umschlag öffnen kostet keine Zeit. Nachbarschaftsrat. Es wurde eine Katze gesichtet, die Blumen aus den Blumenbeeten gefressen hat. Wir fordern, dass der Katzenbesitzer sie so von nun an drinnen hält. Na, der wird seinen Spaß haben. Ich meine, ich bin ja Hundebesitzer, kein Katzenbesitzer, aber ich mag natürlich alle Tiere, fast alle Tiere. Es gibt eher Ausnahmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass mal eine Katze, die es gewöhnt ist, rauszugehen, auf immer innerhalb, dass das lustig für die Besitzer werden könnte. Zeitung Nummer 8, okay. Was ist das? Ach, nur Erwachsenenkram. Bäh. Okay. Du gehst doch nicht ins Arbeitszimmer, oder? Es ist so langweilig, wenn du dahin gehst. Und außerdem hast du mir ein Bad versprochen. Okay, Baden. Die Badewanne ist im Badezimmer. Ach was. Sie wird Klaus und seine Kleidung säubern. Das kostet jedoch eine Zeiteinheit. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt zwei Punkte. Okay, dann gehen wir mal ins Bad und baden ihn. Schlamm. Liblabläschen. Ja, es ist ein ganzer Punkt weg. Es ist bald Zeit für Abendessen. Das Essen findest du in der Küche. Klaus kann in einer Zeiteinheit so viel essen, wie er möchte. Also das kostet die zwei Zeiteinheit. Das heißt, pro Tag kann ich eigentlich nur bade und esse, oder wie? Na, muss, das wäre ein bisschen wenig, ne? Aber mal gucken. Okay, der Tisch leuchtet. Es gibt Brei und Käsebrot. Abendessen. Nimm mal den Brei, ne? Licht nicht ganz so schwer machen. Obwohl, das hätte ich auch ein Licht schwer machen. Kann ich noch etwas mehr haben? Ja, sicher. Mampf, Mampf. Denn es ist schon echt spät. Selbst die Sonne ist schon ins Bett gegangen. So müde. Es muss Schlafenszeit sein. Okay, wenn ich ihm eine Geschichte vorlese oder ihn streicheln, wird er sein Wohlbefinden steigern. Na, das wollen wir doch, ne? Wir wollen ja, dass dem armen Kerl schon gut geht. Da kann ich schließlich nichts für. Aber ich denke, uns erwartet in der Geschichte noch so einiges an Mobbing. Stand da am Anfang, als ich installiert hatte, dass es sehr sensible Inhalte enthält. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Also die Story dahinter finde ich echt gut. Oh, ich möchte sofort einschlafen, dann ist es schneller morgen. Doch, der Geburtstag, ne? Ich werde richtig erwachsen sein. Ich bin so aufgeregt. Liv hat ganze drei Geschenke zu ihrem Geburtstag bekommen. Wie viel werde ich wohl bekommen? Du bekommst auch ein paar schöne Geschenke. Keine Sorge, drei Geschenke. Klingt, als würde Liv gerne. Nee, man erzählt doch nicht, dass seine beste Freundin im Märchen erzählt. Das können wir nicht machen. Wir sollten dankbar sein für das, was wir haben, Klaus. Ja, so enttäuschend, ihn ins Bett zu schicken, ist auch blöd. Aber ich weiß ja nicht, ob er was geschenkt kriegt oder nicht. Ne? Aber ich gehe mal davon aus und nehme das Erste. Juhu, ich kann es kaum erwarten. Wie wäre es, wenn du dich einfach darauf konzentrierst, Spaß zu haben? Wir werden jede Menge Spaß haben, versprochen. Wie auch immer, Zeit zu schlafen. Nehmen wir das Erste. Okay. Gute Nacht.
Briefe, Dokumente und Bilder, die du sammelst, können im Arbeitszimmer angesehen werden. Okay. Dann ab ins Arbeitszimmer. Eine Lesesitzung kostet eine Zeiteinheit. Egal wie viel du liest, achte darauf, den Mülleimer zu leeren, wenn er voll ist. Ist das der Mülleimer? Der Ablage? Okay. Gut, dann. Egal wie viel ich lese, kostet es eine Zeiteinheit. Funktioniert das jetzt? In der Nachricht, die nationale Produktion von Eiern geht zurück. Es gibt nicht genug Eier für den Export. Und das bereits die zweite Woche in Folge. Die Debatte über den Export eines solch essentiellen Lebensmittels wird fortgeführt. Der Gewinn wird dringend benötigt, aber das Produkt selbst ebenso. Ja, klar. Klar, das Geld wird benötigt, aber wenn es keine gibt, kann ich ja keine verkaufen. Das ist logisch. Okay, schließen. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir ins Bett, oder? Wenn du bereit bist, den Tag zu beenden, gehe in Klaus Schlafzimmer und tippe auf die Lampe, um das Licht auszuschalten. Okay, dann machen wir das Licht aus. Aha, Samstag, der 18. hat Geburtstag. Guten Morgen. Waschen. Wecke Klaus auf und wasche sein Gesicht. Gehe zum Waschbecken im Badezimmer, das geht schnell und kostet keine Zeit. Na, wenn ich schon mal etwas, was keine Zeit kostet. Ah, okay. Na, schon viel besser, ne? Strieben aus dem Gesicht. Guck mal, wie er lächelt. Okay, Klaus. Ich habe Geburtstag, ich habe Geburtstag. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Bin jetzt 7 Jahre alt. 7! Sehe ich anders aus? Boah, Klaus, bist du das? Ich hätte dich fast nicht erkannt. Vielleicht ein bisschen, sei nicht albern, so etwas. Nehmen wir die goldene Mitte, oder? Vielleicht ein bisschen. Bin ich jetzt ein großer Junge? Ich denke, das bist du wirklich. Du bist auf dem Weg dorthin. Naja, du bist nicht größer als gestern. Du bist auf dem Weg dorthin. Das bin ich. Schau mal, sieh doch. Liv wollte mir einen Geburtstagsbrief schicken. Können wir mal nachsehen? Oh, sicher. Dann schauen wir mal nach. Aber wo? In der Küche? Okay, was esse mal? Dann esse mal zum Frühstück doch Käse. Wunderbar. Willst du noch mehr? Reicht dir das Käsebrot nicht? Na, Klaus. Ah, ne, ich kenne. Ach, er ist satt. Okay, dann gehen wir. Ach, du hast den Brief. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann. Ich kann es kaum erwarten, dass die Schule wieder anfängt, sodass wir uns wieder täglich sehen können. Du bist super. Liv, PS, ich habe gestern einen Troll berührt. Aha, okay. Das ist ein Brief von Liv. Ja, sie hat wirklich einen Troll gesehen. Ich wünschte, ich könnte heute und alle Tage mit Liv spielen. Aber sie besucht ihre Tante in Jotunheimen. Okay, das Geschenk. Liebes Geschenk, das hätte ich fast vergessen. Ich kann es jetzt öffnen, oder? Sicher. Mein ganz eigener Ball. Können wir gleich damit spielen? Tippe, um Klaus den Ball zuzuwerfen. Das Spielen mit Klaus kostet eine Zeiteinheit. Oh, dann hätten wir nicht mehr viel Zeit, ne? Ach so, warte, ich habe morgens 2 Zeiteinheiten, mittags 2 und abends eine, glaube ich. Aha. Für das Geburtstagskind natürlich. Juhu. Die immer ihr Geburtstag. Na klar, wie das ein Geschenk aus, ne? Ausprobieren und spielen. Physiologisch. Okay. Also, was machen wir jetzt? Ja, gute Frage. Freie Zeit. Du entscheidest dich, wie du deinen Tag verbringst, aber Zeit ist kostbar. Du hast nur 7 Zeiteinheiten pro Tag, in denen du dich um den Haushalt und dein Kind kümmern musst. Okay. Weißt du, wegen meines Geburtstages? Also Liv sagte, dass ihre Mutter einen Kuchen für sie gemacht hat. Meinst du, ich könnte auch einen bekommen? Ich liebe Kuchen. Bist du sicher, dass du nicht lieber Kuchen? Ja, sicher. Also nee, nee. Natürlich, ich besorge dir sofort einen frischen Kuchen. Also, wenn du ein guter Junge bist, können wir vielleicht einen zusammenbacken. Es ist der Weg.
Ich werde mich benehmen, versprochen. Schiebe auf das Fenster, dort kannst du den Laden und andere Areale finden. Okay, dann gehen wir mal draußen. Wir klettern durchs Fenster, durch die Haustür Hämmerschein mit. Okay. Ich kann Mehl, Milch und Eier kaufen. Für 50 Krone. Und den Brei für 15 nehme ich auch noch mit. Oder? Ja. Aha. 135. Boah, ich habe nur 200. Ich bin gespannt. Gut. Dann gehen wir wieder rein. Oh, es tut mir leid. Ich habe in den Pfützen gespielt und bin dreckig geworden. Ach was. Sieht man. Nur minimal. Mein Hemd ist ganz nass und eklig. Umziehen. Das Umziehen kostet eine Zeiteinheit. Ei. Okay, wir gehen ins Schlafzimmer. Aber so kann man ja nicht los und schon gar nicht an seinem Geburtstag. Viel besser. Okay. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Du brauchst dir nicht zu viel Sorgen machen. Kleider werden manchmal schmutzig. Das ist in Ordnung. Hopp. Ich meine, Kinder spielen im Matsch, ne? Das ist ganz klar. Also ich würde die Option wählen. Puh, das ist gut zu wissen. Ne, aber nicht. Ah, vielleicht macht er sich jetzt ständig dreckig und es kostet mich jedes Mal Zeiteinheit. So, ist es nicht Zeit, den Kuchen zu backen? Nahrungsmittel. Geht zur Küchenzeile, um Essen für Klaus zu machen. Okay. Ich bin so aufgeregt. Ich habe noch nie beim Kuchenbacken geholfen. Okay, dann wird es Zeit. Kochen ist einfach. Gib einfach die Bestandteile an. Jede Mahlzeit, die du kochst, kostet dich eine Zeiteinheit. Okay, ich habe nur noch eine. Es geht fix, ne? So schnell müssen wir mal Kuchen backen können. Boah, wie tut der Zucker noch? Nice. Ah, okay. Jetzt ist der Kuchen. Das hat echt Spaß gemacht. Juhu, es ist Zeit für meine Geburtstagsparty. Okay. Ja, strahlt. Das ist immer schön. Bis jetzt läuft es mal, ne? Jetzt essen wir noch Geburtstagskuchen. Das war richtig lecker. Ich mag Kuchen. Dein Kuchen ist der beste, den ich je gegessen habe. Jups, du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Oh, ich frage mich, was es ist. Sieht aus wie Buch oder? Ja, mal schauen. Ja, Malstifte, du hast dich daran erinnert, was ich mir gewünscht habe. Danke. Och, wie schön. Gern geschehen, Klaus. Und rate mal, du kannst sie benutzen, wenn du die nächste Woche mit der Schule anfängst. Ach so, ich soll mir jetzt sagen, du kriegst Malstift, aber Mode darf Schnitt, oder wie? Denk daran, die waren teuer, sei vorsichtig mit ihnen. Nee, komm, es ist ein Geburtstagsgeschenk. Gern geschehen. Jetzt kann ich malen, wann immer ich will, vielleicht sogar die ganze Zeit. Vielen Dank für mein Geschenk, ich liebe es. Oh, ich weiß. Aha, ein Fotoalbum, Schneuer. Probieren wir sie sofort mal aus, immer du noch Zeit dazu. Du kannst mir beim Malen helfen. Wir können in mein Zimmer gehen und malen. Komm mit. Okay. Kann ich einfach. Ah. Okay, die norwegische Flagge, rotes Haus, Schaukel. Perfekt. Das hat Spaß gemacht. Ich liebe meine neuen Stifte. Kann ich noch etwas länger aufbleiben, bitte? Ich möchte nicht, dass mein Geburtstag zu Ende ist. Ich glaube, da braucht jemand sein Bett. Okay, nimm mal die goldene Mitte. Oh ja, du hast recht. Schlafenszeit für mich. Dann ab ins Bett. Oh Gott. Heute war es richtig lustig. Hattest du einen schönen Geburtstag? Das hatte ich wirklich, danke. Wir hatten so viel Spaß. Ich wünsche nur, Liv wäre hier gewesen. Das versteht man. Glaubst du, ich bekomme noch mehr Geschenke? Du solltest glücklich sein mit dem, was du schon bekommen hast, Klaus. Wahrscheinlich nicht, mein Schatz. Du solltest glücklich sein mit dem, was du schon bekommen hast. Ich bin froh über das, was ich bekommen habe. Wirklich? Kannst du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Nein, nicht heute, vielleicht morgen. Sicher, für dich tue ich alles. Naja,
Für dich tue ich alles, würde ich jetzt. Ja. Aber da sein Geburtstag ist, würde ich sagen, wir lesen noch eine Geschichte. Juhu. Tippe das Buch an und Klaus Reinschiff. Das Lesen kostet eine Zeiteinheit. So, das ist meine letzte Zeiteinheit. Ritter auf der Burg. Wir lesen die Ritterburg. Okay, er schläft. Kann ich noch ins Arbeitszimmer? Aber ich glaube, ich kann nichts mehr tun. Das Fotoalbum. Tolle Momente mit Klaus findest du im Fotoalbum des Studienzimmers. Das Anschauen kostet keine Zeiteinheit. Klicke den Stern, um den Moment einzuhaken. Okay, dann gucken wir mal. Welchen Moment? Ach gut. Aber da war er ja noch nicht bei uns, ne? Wahrscheinlich haben wir doch gerade abgeholt. Doch, gucken wir, wie er da steht mit seinem Aktenkoffer. Sein Geburtstag. Ich würde sagen, das rahmen wir ein. Das war ja gerade aktuell. Weihnachten. Klaus. Ah, oder das. Mit Kuchen und Stift. Ja, man nimmt das. Gut. Ah, okay, guck. Jetzt hängst du an der Wand. Lese kann ich nichts mehr. Gut. Okay, wie war das in Klaus Zimmer, gell? Das Licht ausschalten. Okay, dann würde ich sagen, schalten wir das Licht aus, beenden die Folge und sind gespannt, wie der Sonntag so wird. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Würde mich interessieren. Die Story dahinter interessiert mich und ich bin echt gespannt, was uns noch erwartet. Ich denke, uns erwarten noch ein bisschen üblere Sachen. Bis jetzt hat es ja noch recht gut angefangen, ist noch nicht in Schule. Ich bin gespannt. Ich danke euch. Bis bald.